So, hauen wir da mal eine hin. Ja, ist sauber, wunderbar. Wasserverschmutzung 0, sehr gut. So, haben wir immer noch Häuser? Drei verlassene Gebäude. Da oben haben wir eins. Zack. Und da haben wir zwei, tatsächlich. Grundniedrige Grundstückspreise. Deswegen hauen sie ab. Okay. Planieren wegen Brand nicht möglich. Achso. Die brennt hier noch, die Hütte. Jetzt ist er kaputt. So. Also langsam wird's ja mit der Stadt hier. Wir kommen einigermaßen vorwärts. 8400 Einwohner haben wir schon. Und es brennt wieder. Wunderprächtig. Okay. So, Löschfahrzeuge 5. Bereit zur Brandbekämpfung. Es dauert 12 Minuten, bis die reagieren. Eben hat man den Alarm gehört und jetzt sind sie auf Einsatz. So, hier ist ein Feuerwehrauto und da oben sind schon drei. Sind also schon am Löschen. Und da kommen jetzt auch schnell die nächsten. Wunderbar. 6 von 12 gelöschten Bränden pro Tag. So, neuer Tag. 5 von 10 gelöschte Brände. So. Na ja, super, ein Haufen wird mir wieder niedergebrannt. Okay. Ach, man brennt im Gewerbegebiet hier die großen Hütten runter, ist doch. Hm. So. Wenn man also doch wieder reinhaut. Huch. Nein, nicht zumachen. Au. Hier so. Leute sind krank, ja, ich weiß, aber Krankheiten. Verbrauchertransporter. Geschlossen, wir brauchen Strom. Ach, jetzt geht's aber los hier. Wir sind im Minus, okay. Zack. Komm, wir stellen gleich zwei hin. Jetzt haben wir gleich das nächste Problem. So, das dauert immer kurz, bis sie dann anlaufen. Und jetzt haben wir auch wieder einen Überschuss. Männer auf freien Fuß. Verletzung, Stromausfall. Strom müsste jetzt wieder gehen. Beschlossen, wir brauchen Strom. Öffnen. Wir stellen neue Leute ein. Strom müsste jetzt wieder laufen. Abdeckung der Stromversorgung. Genau, das passt. Okay. Die Stromversorgung steht, also es sollte eigentlich hinhauen. Ich verstehe jetzt nicht, warum. Ach, jetzt läuft es wieder. Ein Kurzschluss, oh yeah. Jetzt sind die Rettungs... Oh, jetzt kommen sie alle hier in die Klinik reingerannt hier. Gut, aber die Autos sind unterwegs auf jeden Fall. Sehr gut. Ein Kurzschluss. Oh, die Feuerwehr ist doch an. Flash-Einsatz. Wo sind die denn? Hä? Wo rennen die denn rum? Stellen sie den Wutfarm auf. Steuern sind verdammt hoch. Bürgermeisterhaus, okay. Erhöht Grundstückspreise für mittlere Einkommensschicht. Okay. Können wir sogar dahin packen. Perfekt. Wunderbar, rein damit. So. So. Also langsam wird unser Block hier. Aus dem Gewerbe nehmen wir aber irgendwie kaum was ein, ne? Industrie, Gewerbe. Ne, da kommt nicht wirklich viel rum. Sollten wir mal ausbauen hier. So, da hinten würde ich mir gerne noch eine Ecke frei halten. Also hier, damit ich die Müllentsorgung und auch die Windanlagen noch dementsprechend ausbauen kann, solange wie wir jetzt noch kein
größeres Vorkommen an Geld haben. So, zack. Wir dann noch ein paar Industriezweige hinballern, dann kommt auch ein bisschen mehr Bargeld rum dann. Steuern sind verdammt hoch, viel zu nicht rum hier. So. Huch. Wir brauchen einen Krankenwagen. Ja, haben wir noch hier. Ich habe 5 Krankenwagen, hat mir schon erzählt, dass es nicht reicht. Nee, natürlich reicht das immer nicht mehr. Wir haben jetzt fast 11.000 Einwohner schon. Hilfe! 11.400 Einwohner. Okay. Ja, ist verständlich, dass es immer nicht mehr lang. Ja gut, das kommt jetzt auch alles mit der Zeit, wenn wir eine einigermaßen funktionierende Infrastruktur stehen haben. Können wir auch dementsprechend dann ja alles ausbauen. Damit wir da ein bisschen besser zu Pötte kommen, dann können wir ein zweites Krankenhaus aufbauen, eine zweite Polizeistation und so weiter und so fort. Das kommt jetzt alles mit der Zeit. Auch nicht schon wieder. Leute brauchen Wasser, ja, haben wir doch. Guck mal, kommt bis ins letzte Eck. Ach, ist zu wenig. Okay. Benötigt 10,78 fördern bei im Moment. Okay. 3.500 kostet eine. Ja, die Pumpstation wäre natürlich interessant, aber die kostet leider 44.000. Da fehlt noch ein bisschen was dazu. Das ist alles verschmutzt hier wegen den Industriezweigen, das ist das Problem. Stellen wir mal noch eine hin und zack, haben wir wieder einen Überschuss. Sehr schön. Wir dürfen jetzt auch mal eine Weile heben. Wie stehen wir hier? Auch schon wieder Minus. Ist ja gar nicht. Windkraftschild. Damit die Lieferanten den Weg finden, okay. Ach guck mal, ich Vollspaten. Hier hätten wir auch größere aufstellen können. Die erzeugen dann schon etwas mehr Energie. Kostet natürlich ein bisschen mehr, aber erzeugen halt auch mehr dementsprechend. Ja, im Moment geht nicht viel Wind, ne? Warte mal hier. Eine Windkarte. Gab's doch hier auch. Technologie, Grundwasserkarte, Stromkarte. Geld mit Strom versorgt. Die sind alle aus, logisch, klar, weil die ja gerade am Bauen sind. Okay. Rot ist nicht versorgt. Ne, sind alle versorgt. Okay. Wasserkarte. Ja, hier ist verschmutztes Wasser. Ich muss mal gucken, ob wir später eine Reinigungsanlage noch bauen können. Abwasser. Verstopfte Rohre. Durchsatz pro Stunde. Es langt schon fast nicht mehr. Ein weiteres Abwasserrohr oder eine Kläranlage. Das lässt sich einrechnen. Bitteschön. Haben wir 2 Abwasser im Rohr, also ist die Überlastung jetzt auf jeden Fall mal geringer. So, jetzt kommen wir auch langsam mal ins Plus hier. Nachfrage, Gewerbe, Wohnungen sind gefragt wie die Sau immer noch. Sind immer noch gefragt wie noch was. So. Ja, ich müsste mal hier Busse bauen, aber dazu brauche ich Geld und das fehlt mir. Eindeutig. Was ist hier schon wieder? Ah, wir können upgrade. Oh, sehr gut. Gemeindehaus kann man wieder ausbauen. Und zack. Und wieder eine Stufe ausgebaut. Sehr gut. Upgrade. Achso, Fortschritte beim nächsten Upgrade. 30.000 Einwohner. Erhöht Grundstückspreise für mittlere Einkommensschicht. Ja. Jetzt haben wir auch wieder eine neue Genehmigung. Bildungsabteilung. Gymnasium oder Universität, genau. Noch den Namen der Stadt hin, hämmern, zack. Kostet nichts, zwischen aber auch hoffen. Versorgungsabteilung. Machen Sie klar Schiff in der Stadt, fangen Sie im Rathaus an. Die Versorgungsabteilung gibt Ihnen die Möglichkeit, verbesserte Klär-, Wasseraufgabe- und Recyclinganlagen aufzustellen. Na, sehr gut. Aber wieder das altbekannte Problem, wir brauchen erstmal Geld dazu. Wir bezahlen die Kredite jetzt so nach und nach ab. Aber, bringt uns nichts.
Wir bauen einfach Bargeld. Aber das sind wir jetzt ja gerade noch am Ausbauen. Das kommt jetzt noch nach und nach. So, hier wollte ich noch Industrie. Zack, fertig hinknallen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Problem hier nach und nach. Die Stadt braucht Strom. Es gibt Spannungsabfälle. Bauen Sie ein Kraftwerk? Finden Sie eine Leiter? Das machen Ihre Nachbarn. Tja, das ist auch. Wir haben ein mega dickes Minus. Achso, ja, stimmt. Ja, hey, dann wollte ich ja gerade bauen. Das ist nicht, kann da keine mehr hinbauen. Okay. Ja, die Stadt braucht Strom, ich weiß. Warte mal. Pausieren wir kurz hier. So. Kleinen kann man auch nirgendwo mehr hinpacken. Was kostet eine komplette Windanlage nochmal? Windkraftwerk. Ja, Windenergie. Kohlekraftwerk. Braucht Kohle. Haben wir nicht. 864.000 Barrel pro Tag. Wird aber 150 Megawatt produzieren. Ja, da war die Luftverschmutzung. Da ist ein Problem. 8 Megawatt in Spitzenzeiten. Sonnenkraftwerk, Atomkraftwerk. Luftverschmutzung keine. Tja, das ist alles so eine Sache. Ich stelle mal noch ein Windkraftwerk hier hin. Dann haben wir zwei. Wir stellen neue Leute an. Ja, wir müssen mal hoffen. Hier so. Zack. Aktuelle Windgeschwindigkeit 9. Sobald hier die ersten Leute anfangen arbeiten, dann haben wir auch eine höhere Produktion. Na komm. Ja, der Laden ist offen. Kommt mal rein hier. So, da stellen wir jetzt aber aktuell. Da passt noch eins hin. Das ist da. Da passt noch eins hin. Und da noch eins. So. Abdeckung der Stromversorgung. Wir sind aber immer noch im Minus. Ach, jetzt haben wir ein Plus erreicht. Genau, jetzt laufen alle Windräder. Na? Genau, jetzt laufen alle Windräder. Jetzt haben wir auch wieder ein Plus. Jetzt ist das Stromproblem langsam in den Griff. Guck, jetzt gehen sie nach und nach wieder alle ans Netz hier, die Häuser. Dauert natürlich immer ein bisschen. Aber jetzt kommen nach und nach wieder alle an Strom. Wir brauchen hier etwas, wir bräuchten jetzt Strom, ja, die werden jetzt nach und nach, man hätte die ganze Zeit klicken, die Häuser werden jetzt nach und nach wieder ans Stromnetz gelassen. Und dementsprechend gibt es dann auch da wieder weniger Probleme. Die ist doch an, auf Löscheinsatz, ah, da sind sie gerade. Wir waren gerade am Löschen, okay. So, was haben wir hier, Polizei. Die habe ich ausgemacht gehabt. Jetzt sind wir aber nicht mal so deftig im Minus. Je mehr Gefangene wir von der Straße haben, desto einfacher haben wir es natürlich dann der Bevölkerung, weil die Leute dann nicht mehr so unzufrieden sind und wir dann auch ein bisschen besser hier die Strukturen aufbauen können. Die Leute sind auch bereiter hier mehr einzuziehen etc. Ich habe gerade meinen halben Kaffee verschüttet. Ganz toll. Verdammt, genau das Mauspad. Warte mal. Natürlich kein Papier drin. Ganz toll. Hey. Ja, fangen die überhaupt hier mal Leute? Guck mal, hier rennen die ganze Zeit Verbrecher rum. Wir machen Pause. Wir mal gucken. 15 Verbrecher auf freiem Fuß. Will jemanden überfallen? Tja, warum fängt denn keiner? Verstehe ich nicht. Guck mal, hier rennen überall Patrouillen rum. Keiner fängt den ein. Ein bisschen lächerlich gerade. Verbrechen im Gange. Ja, ach nee. Ach, da ist die Polizei gerade. Überfall im vollen Gange. Na
Ja, jetzt haben sie ihn gefangen, okay. Sind nur noch 13 Verbrecher auf freiem Fuß. Ach guck, eine Verhaftung. Siehst du, eine Gefängniszelle ist belegt. Ah, ja. Na siehst du.